Eigentlich müssten jetzt klare Absprachen getroffen werden. Aber alle sind wie erstarrt. So, was macht ihr jetzt? Jetzt können wir eigentlich gar nichts machen. Weil erstens haben wir keine drei Gänge. Also wir können maximal Vorspeise, Hauptgericht anbieten. Ja. Weil wir haben gar keine Desserts. Warum nicht? Weil wir immer noch die Karten so haben, wie sie vorher waren. Bietest du auch Kaffee ohne Zucker an? Nein. Was wir hier haben, sind ja die Torten. Das ist ja irgendwo schon. Das ist unsere Spezialität. Ach nee. Was ist das, eure? Unsere Spezialität. Ja, dann lasst mich doch eure Spezialität sehen. Da haben wir doch schon ein Dessert. Kugel Eis drauf, wiedersehen. Also. Okay. Super, das will ich hören. Gut. Vorspeise machen wir Brühe. Hauptgericht machen wir Braten. Dessert, wir haben lustig eine Torte. Machen wir 20 Stücken draus. Die Kartoffeln müssten eventuell reichen. Ich zieh mich um. Ihr macht vorne soweit alles klar. Gut. Okay? Jo. Die drei waren eben echt geschockt. Mein Gott, Testessen. 20 Personen im Restaurant. Das müsste normalerweise Alltag sein. Noch 1,5 Stunden bis zum Testessen. Nicole und Doris besprechen das Eindecken für 20 Gäste. Ums Kochen kümmert sich Enrico alleine. Auf dem Menüplan stehen Brühe als Vorspeise und Torte als Nachspeise. Braten hat Enrico doch nicht genug. Das Hauptgericht wird nun Gulasch. Alles vom Strauß und alles eingefroren, selbst das Möhren-Ingwer-Gemüse. Da kann der Bofrost noch richtig was von lernen. Jo. Enrico wirkt kein bisschen hektisch. Kein Wunder, alles ist nicht nur tiefgekühlt, sondern auch vorgekocht und portioniert. Kochen heißt hier auftauen, generalstabsmäßig geplant. Da bleibt die Küche dann auch bei 20 Gästen schön sauber. Warum kochst du das vor? Weil es so, wie es jetzt hier ist, immer noch am frischesten ist, als wenn ich es 4, 8, 10 Wochen im Kühlschrank zu liegen habe. Mhm. Und deshalb vorkochen, frische Sachen vorkochen, einvakuumieren, einfrieren. Ja. Schick. Gut, ich bin gespannt, wie der Gast darauf reagiert. Denn die sind ja keine ausgehungerten Soldaten, sondern Besucher eines Landgasthofs. Nicole verfasst im Büro für die Gäste eine Menükarte. Doris deckt die Tische ein. Sie hat für den Traum ihres Sohnes den eigenen Job als Verkäuferin aufgegeben. Auch ihre Existenz hängt vom Straußenhof ab. Frank nutzt die Gelegenheit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ich habe mal eine Frage. Das mit den Schulden. Wie sehr belastet dich das? Sehr doll. Das sind 140.000 Euro. Das ist ein Arsch voll Geld. Wenn es jetzt so wäre, dass es nicht laufen würde, was wäre dann? Wäre natürlich für mich und für meine Kinder der Absturz. Dann müsstet ihr auch hier weg, ne? Dann müssten sie das verkaufen, ja. Und dann müssen sich wieder was anderes suchen. Denn die wohnen ja hier oben. Ach so, hier oben. Mit dem Straußenhof steht die Lebensgrundlage einer ganzen Familie auf dem Spiel. This mirror never lies. Noch 1/2 Stunde bis zur Ankunft der Testesser. Enrico hat alle Gerichte streng nach Rezepten der Vorbesitzer zubereitet, aufgetaut. Und? Wie schmeckt's? Lecker. Und heiß ist es auch schon. Ja? Ja. Gut, das haben schon viele gesagt. Nur dem Gulasch fehlt offensichtlich noch das gewisse Etwas. Gewürz mit dem Salzstreuer vom Restaurant? Hast du nicht. Gewürze in Gastrogröße? Doch, ich hab auch, aber. Aber? Na? Aber weil ich mir die unten rausgenommen habe, weil die unten drinnen stehen. Ach so. Wie schmeckt der Gulasch jetzt? Man hat ein bisschen Pep noch gefehlt, deshalb habe ich noch ein bisschen Salz drin gemacht, ein bisschen Pfeffer drin gemacht, ein bisschen Paprika drin gemacht. Ja. Und bin jetzt der Meinung, dass es eigentlich soweit okay ist. Mhm, gut. Möchtest du gerne mal kosten? Nee, ich koste gleich, wenn du angerichtet hast und wenn alles fertig ist.
Die Testesser sind im Anmarsch. Nachbarn, Bewohner aus angrenzenden Dörfern und Hoteliers aus der Region. Hallo. Hallo. Nicole begrüßt sie freundlich. Einfach schon mal durchgehen. Küchenoffizier Enrico beginnt mit seiner Mannschaft die Vorspeise auszuteilen. Du bist soweit? Drin ist alles okay? Ja. Gut. Kurze, knappe Kommandos. Grünzeug drüben auf dem Brett. Viel geredet wird hier nicht. An der Seite nochmal sauber machen. Und wie schmeckt den Testessern die exotische Spezialität Straußenkraftbrühe? Die Suppe hat mir gut geschmeckt, bis auf die Würze, da hat Salz gefehlt. Wie ist die Meinung des Sternekochs? Also die Brühe ist trübe, ein bisschen fad, schmeckt wie eine ganz normale Rindfleischsuppe. So, wirklich nichts Besonderes, ganz normaler Standard. What a day for a daydream. In der Küche herrscht auch kurz vor der Hauptspeise für Koch Enrico kein Stress. Der muss ja nur aufwärmen und delegieren. Gut, dann fang ich an und du machst die Kartoffeln. Bei Kartoffeln kannst du nicht mehr kleckern. Okay. Nach wie vor gibt es kaum Absprachen. Stattdessen wird der Kommandoton zwischen Sohn und Mutter immer schärfer. Du sollst als letztes drauf machen. Ich sagte, du sollst als letztes drauf machen und nicht als erstes. Als Soldatin hat Nicole diesen Jargon ebenfalls drauf. Eben Küchenfront erprobt. Acht Teller auf. Ja, Kartoffeln auf. Vier Portionen noch? Ja, verstanden. Vier Portionen noch. Also, wahre Freude bei der Arbeit sieht anders aus. Es sieht aus, als wenn sie es hier einfach nur abarbeiten. Ja? Der strenge Umgangston von Sohn Enrico lässt Frank Rosin keine Ruhe. Aber ist das eigentlich immer so? Komm mal zu mir, bitte. Ist das eigentlich hier immer so, dass ihr A, so wenig miteinander redet, B, immer so eine Stimmung hier ist und so und das halt auch immer so ein bisschen ruppig zueinander geht so? Naja, ruppig. Na gut, mein Sohn hat vielleicht ein bisschen Soldatenton an sich. Mhm. Wird schon langsam ruhiger. Ja. Am Anfang war es schlimmer. Das Hauptgericht. Gulasch mit Möhren-Ingwer-Gemüse und Salzkartoffeln. Schmeckt die aufgetaute Delikatesse vom Strauß? Hier, so, gucken Sie mal, so lang, das würde ich mir nicht trauen, jetzt zu essen, wenn man das im Mund hat. Ich weiß auch nicht, was es ist. Der Gulasch hat so ein bisschen geschmeckt wie aus der Dose. War schlicht und einfach. Es war, denke ich, um nicht zu sagen, geschmacklos, lieblos. Was meint der Sternekoch zum Gulasch vom Strauß? Das schmeckt wie Rind, aber wesentlich strenger. Für mich ist der Gulasch auch zu lange gekocht, der ist auch zerkocht. Man kann das hier sehr gut erklären, dass es hier so faserig, stückelig ist. Die Karotte schmeckt nach gar nichts und die Kartoffeln, das sind ganz einfache, lieblos gekochte, ja, in Wasser gekochte Kartoffeln. Mehr aber auch nicht. Jetzt zum Nachtisch. Eierlikör-Schokotorte vom Straußenei. Die Spezialität des Straußenhofs, ebenfalls nach Rezept der Vorbesitzer. Wie kommt die exotische Torte bei den Gästen an? Der Eierlikör ist gut rauszuschmecken. Was noch rundherum fehlt, also dieser Pep, dass man sagt, okay, man gestaltet es ein bisschen liebevoller. Die Gäste finden die Torte recht lecker. Wie schmeckt sie Frank Rosin? Straußenschoko, Eierlikör, Torte. So viel Zeit muss sein. Habe ich auch noch nie gehabt. Und zwar wird hier aus den Eiern des Straußes letztendlich das Eierlikörchen gemacht. Hat mich meine Großmutter früher immer mit besinnungslos gemacht. Mhm. Mhm. Schmeckt auch wieder wie von Muttern. Ja. Süß, schmeckt nach Eierlikör. Weicher Boden. So. Was soll man dazu sagen? Als wenn ich bei Oma zu Besuch bin. Und es schmeckt nach Eierlikör.